Willkommen, liebe Herrschaften, zu einem neuen Let's Play. Ich habe mich ein wenig umgeschaut und ich denke mir, zu neuen Spielen gibt es relativ viel Zeug, aber zu uraltem Zeug gibt es wenig. Ich habe da ein altes Spiel ausgegraben. Das habe ich irgendwann einmal schon vor Ewigkeiten gespielt. Ich habe es nicht sehr viel gespielt. Ich kenne mich also nicht aus. Ich habe nie so lange gespielt, dass ich das Spiel gewonnen hätte oder verloren hätte oder sonst was. Ich glaube, es war einfach immer irgendwann mal zu langweilig für mich. Vielleicht bin ich allerdings eher bereit, das Spiel durchzuspielen, wenn ich ein Let's Play mache. Und das Spiel, soweit ich mich entsinnen kann, ist relativ komplex, aber nicht zu komplex. Es ist, der Name sagt Imperialism. Eigentlich ist das relativ eindeutig. Es geht um die gleichen oder um den gleichen Zeitraum wie, wie Victoria. Und deswegen ist es auch interessant, quasi auch als Vergleich zu dem viel neueren Victoria-Spielen. Es ist im Gegensatz zu Victoria rundenbasiert, das heißt, die Zeit läuft nicht ab, sondern man spielt, glaube ich, in Halbjahresschritten oder in Vierteljahresschritten oder sowas in die Richtung, eine Runde nach der anderen. Müssen wir dann schon nochmal, schauen wir mal, da werden wir dann schon feststellen. Ups, Entschuldigung, wenn wir dann schon feststellen, was passiert. Die Musik habe ich auf sehr, sehr leise gedreht, einfach weil sie echt enervierend ist bei dem Spiel. Kurz nur, damit ihr hört, worum es da geht. Ja, irgendwelches militärisches Gedudel im Hintergrund interessiert keinen Menschen. Die Sounds habe ich halbwegs angelassen. Ich lasse das. Vielleicht drehe ich die Musik ganz ab. Ja, wobei. Naja, wurscht. Lassen wir das so. Die Sounds lasse ich an. Da geht es immer irgendwann einmal Bing und Bong und was weiß nicht was. Die Ministerbriefings lasse ich auch an. Soll ich die anlassen oder ausschalten? Anlassen. Ich lasse sie mal an, nachdem ich keine Ahnung mehr habe, wie das Spiel geht. Die taktischen Kämpfe lasse ich auch an. Ich habe ganz kurz angefangen, ein Spiel, um mir in etwa anzuschauen, worum es geht. Ich habe mir auch ganz kurz den Anfang von einem Let's Play angesehen, damit ich in etwa weiß, worum es geht. Und jetzt starten wir mal ein neues Spiel. Im Gegensatz zu Victoria haben wir keine historische Karte. Es gibt auch keine historischen Events in dem Sinn, sondern wir haben Random-Karten. Ihr seht, es gibt immer acht Großmächte quasi, die man spielen kann. Und jede der Großmächte hat acht Regionen, also das sieht man auf dieser Karte nicht. Und die kleinen Mächte, also diese, die keine Farbe hier haben, die haben jeweils vier Regionen. Und unsere Aufgabe wird es sein, möglichst alles zu erobern und irgendwie die Welt besser zu machen. Vielleicht der grüne oder der rosa-rote da. Und machen wir noch einen, machen wir einen neuen. Na, gefällt mir auch nicht. Nehmen wir den. Nehmen wir den? Ja, der gelbe ist gut. Das ist ziemlich zentral, hat zwei Regionen, die man da, zwei Länder, die man vielleicht angreifen können. Weiß ich nicht. Na, machen wir noch eins. Das ist, glaube ich, noch besser. Hier? Da ist da oben noch ein Land. Da gibt es ein paar Länder, die interessant sind zum Beeinflussen, die nicht direkt an irgendwelche Großmächte grenzen. Da gibt es zwei Großmächte, die grenzen aneinander und da auch. Die können sich dann gegenseitig umbringen. Ja, ich nenne unser Land im Übrigen Odostan. Wir werden im normalen Modus spielen. Weil, wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Möglicherweise ist es im Normalen eh auch schon zu schwer für mich. Ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel damals, also wie schon gesagt, ich konnte damals nicht gewinnen, wenn ich das damals gespielt habe. Das muss in den 90er Jahren gewesen sein. Tja,
Nehmen wir dieses Land. Leider sieht man noch nicht genau, wie das Land ausschaut. Das ist ganz interessant, weil die Ressourcen von so einem Land sind wichtig. Wir brauchen am Anfang recht viel Wolle und Holz und Eisen und Kohle möglichst bald. Also Wolle oder Holz oder am besten beides in großem Maße wäre schon ganz praktisch. Aber gut, wir werden sehen, ob wir das kriegen. Dann starten wir mal das Spiel. Like any port or depot, your city will draw a request from your interior select city site. Ah, okay. Wir dürfen unsere Hauptstadt setzen. Das ist deswegen wichtig, weil erstens einmal, es zählen nur Ressourcen, die direkt von der Hauptstadt be na, die direkt von der Hauptstadt quasi umgeben sind. Ihr seht hier dieses braune Äckerl rund um. Diese Gebiete würden bewirtschaftet werden. Das wäre ein ganz schlechter Anfangsort, weil wir hier praktisch kein Essen produzieren. Wir würden verhungern, aber viel Holz würden wir produzieren. Na, schauen wir mal. Wir brauchen Essen. Das ist auch dumm. Da wird auch kein Essen produziert, oder? Ja, kein Getreide. Wir brauchen, glaube ich, vier Getreide am Anfang. Hey, da gibt es Pferde. Und Obst. Da würde man drei Getreide produzieren. Das ist noch immer eins zu wenig. Aber wir könnten das Getreide sicher nicht in der nächsten Zeit holen. Da haben wir, das ist Baumwolle. Was wird man da produzieren? Auch nur drei. Irgendwie haben wir da überhaupt kein gescheites Gebiet. Und es muss an der Küste liegen im Übrigen. Ah, da vielleicht. Ah, das schaut gut aus. Da haben wir nämlich auch gleich daneben noch mehr Felder, Getreide und einen Haufen Viecher. Da können wir relativ schnell hinbauen. Da kriegen wir dann auch ein wenig Baumwolle und da soll es auch Holz geben. Zwei, das ist super, zwei Holz. Zwei Getreide leider nur. Das heißt, wir müssten da recht schnell anfangen. Ah, Mist, jetzt habe ich auf OK gedrückt, ich bin so ein Idiot. Na gut, dann hätten wir das auch geklärt. Upheaval in Government Ministries. Important changes occurred. Außerdem ein anderer Nachteil an dem Platz war, er ist direkt an der Grenze zu unserem nördlichen Nachbarn. Das heißt, in alle anderen Gebiete von unserem Reich müssen wir urweit bauen. Naja. So. Ja, wie läuft jetzt das Spiel ab? An und für sich so. Wir haben da einen Prospector, der kann nach Goldminen, Kohle und Erz suchen. Und zwar in Hügeln und in Bergen. Das werden wir auch brauchen. Wir werden da mal suchen. Ah, da haben wir auch noch Wolle. Gut. Aber wie kommen wir da rüber? Ah, da könnte man einen Hafen herbauen. Das ist ja cool. Eigentlich könnten wir das machen. Weil wenn wir hier einen Hafen herbauen, dann brauchen wir gar keine Schienen rübersetzen. Weil anders kommen wir dort eh nicht hin. Und da haben wir Wolle. Und wenn wir etwas Glück haben, haben wir hier auch noch Kohle. Oder Eisenerz oder so irgendwas. Suchen wir zuerst einmal da. Da haben wir noch Wolle, die wir transportieren könnten. Und da, also die zwei könnten wir dann noch gleich als erstes durchsuchen. Fangen wir da an. So, und da haben wir einen Typen, der kann, also das ist ein Ingenieur, der kann, wie schon gesagt, Häfen bauen, aber er kann vor allem einmal Schienen bauen. Und das werden wir jetzt einmal machen. Jetzt werden wir nämlich, wenn geht, gleich hier auf dieses Feld ein Depot bauen, weil dann wird nämlich, das ist zwar ein bisschen blöd, weil das Feld da auch mit genutzt wird, aber wir haben da ein Feld, da haben wir Viecher und da haben wir Obst und das sollte unsere Leute eine Weile lang ernähren können. Außerdem haben wir hier gleich Baumwolle, die wir auch mitkriegen.
Und das ist dann schon ganz gut. Und wenn wir das Depot haben und da drüben tatsächlich Kohle finden oder so irgendwas, dann können wir da drüben als nächstes einen Hafen bauen, bevor wir da weiter den Zug rumsetzen. Okay, bauen wir mal darüber. So, wir haben auch noch Truppen. Und zwar, wir haben eine schwere Infanterie und so eine mittelstarke Infanterie. Die lassen wir jetzt einmal verteidigen. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Gut, wir haben, also da können wir uns die Gegend ein bisschen besser anschauen. Also ich weiß nicht, ob wir es besser anschauen können, um ehrlich zu sein, eigentlich sogar eher schlechter. Das ist so dumm. Nein, das schauen wir nicht an. So, wir haben relativ viel Wald, das heißt Holz werden wir weniger brauchen, aber wir haben eigentlich nur, soweit ich das jetzt sehe, dieses Baumwollfeld und dieses Wollfeld. Das heißt, Wolle wird uns abgehen. Das heißt, was wir. Ah, nein, da habe ich auch noch ein Baumwollfeld, aber das ist eher lächerlich wenig. Im Verlauf des Spiels werden wir um einiges mehr brauchen. Aber Holz ist natürlich besonders wichtig. Holz brauchen wir sehr viel über das Spiel hinweg. Das da ist so ein Unterholz. Das ist jetzt nicht so interessant. Das ist Scrub Forest. Den kann man leider nicht mehr gut ausbauen. Aber wir haben da unten auch noch richtigen Wald. Ansa. Great Power of Odostan. Ah, das ist die Provinz Ansa. Und das ist ein Hardwood Forest. Also die können wir noch weiter nutzen. Da können wir noch Säge, also nicht Sägewerke, sondern so Holzfäller, Camps und so Zeug reinbauen. Da wäre überhaupt ein perfektes Ding. Da können wir dann 3000 Holz rausholen aus der Gegend. Also das wäre schon ganz gut. Wir haben da unten noch Pferde. Das haben wir eh vorhin schon mal gesehen. Unten noch ein wenig. Vielleicht bauen wir dann sogar eher da das Depot. Baumwolle. Ah, da haben wir auch noch Wolle. Also insgesamt haben wir vier Wollfelder. Gut, Berge haben wir auch genügend. Also wir werden schon irgendein Erz auch noch finden. Aber gut, das werden wir dann schon sehen. So, unser nördlicher Nachbar. Den werden wir eher versuchen zu erobern. Also das wird eher, da werden wir eher militärisch gegen den vorgehen. Weil da haben wir immerhin gleich die Hauptstadt daneben. Aber wir schauen mal, ob wir andere Länder finden. Dann können wir uns gleich so umschauen. Also wir können da auch dann andere Länder suchen, die irgendwelche interessanten Dinge haben für uns, die wir brauchen. Man kann nämlich, also man muss nicht nur kriegerisch, man kann nicht nur kriegerisch die Länder erobern, sondern man kann sie auch mehr oder weniger friedlich kolonialisieren. Man kann sie ins, quasi ins Reich eingliedern auf friedliche Art und Weise. Derzeit haben wir noch mit jedem in etwa die gleichen Beziehungen. Das wird sich aber über den Lauf des Spiels ändern. Und zwar können wir unterschiedliche Verträge eingehen mit den Leuten. Also wir haben da Krieg und Frieden. Wir können irgendjemanden Frieden oder Krieg anbieten, wobei wir sind jetzt gerade mit jedem im Frieden und Krieg heißt, wir erklären jemandem den Krieg. Das machen wir jetzt noch nicht. Wir können aber diesen kleinen Staaten einen ein Trade Consulate, so eine Art Handelsmission oder so hinschicken, so eine Art Handelsposten. Und dann können wir mit denen besonders handeln. Wir können dann Zollerleichterungen machen für sie, sowas in die Richtung. Dadurch werden sie uns immer freundlicher gesonnen und wir können sie über kurz oder lang in unser Reich einführen. Embassies, das sind Botschaften, können wir auch gründen. Wir haben mit den Großmächten haben wir schon Botschaften. So eine Embassy ist relativ teuer, die kostet 5000 Dollar und das wollen wir uns nicht so bald leisten können wieder. Also wir haben zwar jetzt noch 10.000 circa, aber das wird rasch weniger werden. Und vor allem am Anfang dürfte das nicht so schnell wieder hochgehen. Dann gibt es Pakt und Allianz. Ich weiß nicht, nicht Angriffspakt, ob das sein könnte. Und Allianz ist halt gegenseitige Beistandspflicht. Wir können, glaube ich, nur denen das anbieten, wo wir auch eine Botschaft haben.
Ja, denen können wir nicht. Tzatziki kann man nicht anbieten, aber Deneb und Zim schon. Ja, und Empire, das ist dann im Endeffekt, wenn ich einen kleinen soweit habe, dass er mich so sehr liebt, kann ich ihm anbieten, dass er quasi Teil meines Reichs wird. Das ist quasi eine Kolonie, so wie bei Victoria. Das heißt, wir können dort nicht unbedingt großartige. Wir können dort jetzt nicht alles machen, aber wir können halt recht viel dort dann machen. Gut, zunächst einmal werden wir ein paar Handelsabkommen schließen mit einigen von den Staaten, die möglichst keinen Nachbarn haben, weil wir wollen niemanden anpissen von den Starken. Das heißt, anbieten würden sich die beiden, Wodan und Hurschen, und diese vier hier, nämlich Detsch, Pont, Pram und Manx. Was für dämliche Namen. Allerdings sollten wir da schauen, dass wir die nehmen, die recht viel Wolle haben, weil Wolle müssen wir kaufen. Das heißt, wir suchen mal welche, die eine große Wolleproduktion haben könnten. Und das heißt, wir gehen da jetzt nochmal raus und schauen da mal rüber auf diese Insel. Wir haben da keine Wolle, oder? Da haben wir eine Wolle. Aber wirklich viel Wolle ist das da nicht. Der hat auch eine. Oi. Da haben wir zwei, drei, vier. Na okay, Pont ist noch am ehesten. Okay, was ist mit dem da? Zweimal Wolle. Okay. Okay, wir hoffen, dass wir da irgendwas finden. Einmal Wolle. Ah, da sind zwei. Drei, vier. Okay, fünf, oder? Eins, zwei, drei. Vier. Nein, das gehört nämlich zum Nachbarn. Eins, zwei. Also Hurschen werden wir mal versuchen. Und vielleicht die auch. Wo dann? Und. Da haben wir gleich auch irgendeinen gehabt, der zumindest ein paar. Ja, da haben wir 1, 2, 3, da haben wir auch noch 3. Wäre noch irgendwie gut, wenn wir schauen, ob die auch viele Berge haben, weil am Anfang werden wir auch relativ viel Eisen kaufen müssen und naja, viel Gebirge haben die dann nicht. Vielleicht lassen wir den da in. Ah, warte, was ist mit dem? Nein, der hat nicht viele Gebirge. Vielleicht nehmen wir uns da denjenigen, der viele Berge hat. Ich glaube, da war irgendeiner. Da sind relativ viele Berge. Vielleicht nehmen wir uns Manx noch. Wir werden Manx, Hurschen und vielleicht machen wir das trotzdem auch Pont. Und hat auch dreimal Wolle und auch ein bisschen Berge. Außerdem ist er relativ nahe, das ist, glaube ich, ganz gut. Gut, machen wir die drei, weil sonst geht uns dann das Geld aus, wenn wir zu viele Konsulate bauen, weil das Konsulat kostet auch 500. Eins, zwei, drei. So, was haben wir hier noch? Wir können einzelnen Nationen Geld geben, entweder einmal oder quasi jede Runde für eine Weile. Ich weiß nicht, wie viele Züge, aber halt, ja, zurzeit haben wir aber nicht so viel Einkommen, nämlich gar keines. Also bin mir nicht so ganz sicher. Und wir können, sobald wir Handelsmissionen haben, Subsidies geben. Das heißt, wir können den Import und Export aus diesen Gebieten unterstützen. Das heißt, wenn wir Pont zum Beispiel eine 10% Subsidy geben und wir uns von dort Wolle kaufen, dann kostet es uns 10% mehr. Das macht sie aber glücklich und zufrieden. Genauso, aber auch wenn wir nach Pont irgendwelche Fertigprodukte verkaufen, was wir dann auch machen werden, zahlen sie 10% weniger. Das heißt, unser Gewinn sinkt dadurch ein wenig, aber wir machen sie zu Freunden. Das können wir aber jetzt noch nicht machen, weil erst nächste Runde die Trading-Dinge
Posts dort sein werden. Gut, was ist das? Ach so, ja. Das Spiel gewinnt man, indem man zum Weltherrscher quasi gewählt wird. Es gibt da so ein Council, so quasi völkerbundmäßig. Und da muss man halt gewählt werden. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Weiß ich nicht, ob wir lang genug spielen werden. So, das war mal die Diplomatie. Dann gibt es noch Transport. Wir haben derzeit wir haben Schiffe und und Eisenbahnzüge. Sollten wir dort mit die brauchen wir, um das Zeug in die Hauptstadt zu springen. Also auch das Zeug, was wir derzeit schon neben der Hauptstadt haben, brauchen wir so Züge. Wir haben am Anfang 15 Waggons. Das werden wahrscheinlich irgendwann einmal noch mehr, hoffentlich. Die sind aber relativ teuer und kosten Stahl und Holz. Und das haben wir eigentlich alles nicht. Noch nicht. Also wir haben es schon, aber eben noch nicht parat. Ach, Entschuldigung, ich bin jetzt schon müde. Und das noch mitten am Tag. Auf jeden Fall müssen wir mal schauen, wie das dann wird. Aber wir haben zwei Holz, das ist gut, das ist gut. Das heißt, das wird schon nicht so schlecht sein. Also ja, da oben können wir auch im Übrigen zwischen diesen vier Dingern hin und her. Diplomatie, Trade und Industry Orders. Und das da hier, da sehen wir jetzt unsere Hauptstadt und dort findet eigentlich alles statt, was wir produzieren und ähnliches. Nachdem wir schon Holz haben, bin ich dafür, dass wir gleich eine Lumbermill bauen. Warte mal, ganz kurz nur. Zuerst einmal das Warenhaus, also das Lagerhaus. Wir haben zurzeit keine Wolle im Lager, wir haben aber 10 Stoffe und 5 Kleidungsstücke. Wir haben kein Holz im Lager, aber wir haben 8 Papier und 24 Holzbretter. Die Holzbretter brauchen wir jetzt eh gleich zum Aufbauen. Das Papier ist auch extrem wichtig, werden wir auch gleich sehen. Und wir haben 5 Stühle, also 5 Möbel. Auch das ist sehr ähnlich wie bei Victoria, wenn man sich das genau überlegt, weil bei Victoria haben wir auch diese Pops, also die einzelnen Bevölkerungsmitglieder brauchen verschiedene Dinge. Und auch hier werden wir gleich sehen, wenn wir neue Bevölkerung in die Hauptstadt locken wollen, brauchen wir Kleidung und Möbel. Während wir diese Dinge hier, also Stoffe, Papier und so weiter, für Ausbildungen bzw. für dieses quasi weiterverarbeitende Industrie. Also Stoffe brauchen wir eigentlich nur, um Kleidung zu machen, aber die Bretter brauchen wir, um Möbel zu machen und aber auch, um verschiedene andere Dinge herzustellen. Dann haben wir hier noch Stahl. Stahl wird aus Eisenerz und Kohle gemacht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was man mit Gold macht. Das bringt vielleicht ein regelmäßiges zusätzliches Einkommen. Das kann schon sein. Aus Stahl können wir dann weiter Werkzeug und Waffen bauen. Das ist hier weniger stark differenziert als bei Victoria. Victoria differenziert das noch sehr, sehr viel mehr weiter. Also da gibt es nicht nur Möbel, sondern es gibt auch Luxusmöbel für die Reichen. Und dann haben wir hier den Essensbereich. Jetzt ist es so, jeder unserer Bevölkerung muss etwas essen. Und hier sehen wir, was unsere Bevölkerung essen muss. Sie müssen vier Getreide, also sie wollen vier Getreide haben, zwei Obst und ein Fleisch. Das Problem, das wir derzeit haben, und deswegen habe ich auch gemeint, der Platz ist nicht ideal, ist, wir haben eigentlich nur zwei Getreide und zwei Obst und so weit. Wir haben ein bisschen mehr Obst als zwei und auch ein bisschen mehr Fleisch als das, aber sie wollen halt genau diese Auflistung. Wenn sie das nicht bekommen, essen sie auch Dosen. Die können wir auch herstellen, also Konserven. Das machen sie so lange, bis es keine Konserven gibt, nona. Und dann essen die Leute zwar nicht, also solange es noch was anderes gibt, außer das Getreide in dem Fall, essen sie dann halt Fleisch und oder Obst, aber sie sind dann unzufrieden und arbeiten nicht mehr oder arbeiten schlechter, das weiß ich nicht so genau. Gut.
Das heißt, was wir auf jeden Fall schaffen sollten, wäre binnen kürzester Zeit unsere Leute, die hier in der Stadt sind, auch vollständig zu ernähren. Das wird natürlich mehr, je mehr Leute wir hier in der Stadt haben, aber wir können ja mehr Nahrung rein transportieren, wenn wir ein größeres Eisenbahnnetz haben und mehr Transporter haben, dann sollte das irgendwann einmal überhaupt kein Problem mehr sein. Ja, das einmal dazu. Ja, wir sehen hier auch noch 12 Arbeitskraft, zu dem kommen wir gleich, und 0 Pferde. Pferde brauchen wir eigentlich nur, um Truppen zu bauen, soweit ich mich entsinnen kann. Gut, apropos Arbeitskraft. Ihr seht, wir haben hier insgesamt 7 Leute stehen. Einen Expert Worker, das heißt ein Meister oder sowas in die Richtung, einen Trained Worker, das heißt Gesellen oder sowas, und 4 Untrained Workers. Untrained Workers kriegen wir hier im Kapitol. Wir können eine Dose, ein Stück Kleidung und einen Sessel quasi ausgeben, damit ein Untrained Worker kommt. Gut, so kriegen wir die Untrained Worker. Wir können die allerdings auch ausbilden. Dafür brauchen wir Papier und Geld, um einen Trained Worker zu machen. Es ist relativ einfach. Brauchen wir ein Papier und 100 Goldstücke. Für einen Meister brauchen wir einen Trained und 2 Papier. Ich bin dafür, dass wir noch einen Meister machen und 2 von diesen Untrained zu Trained machen. Warum? Für einzelne Dinge brauchen wir unterschiedliche Leute. Arbeitskraft liefern sie alle. Untrained bringt einem Arbeitskraft, der bringt 2 und der bringt 4. Ja, das heißt, der Meister bringt 4, obwohl er recht teuer ist, also nur doppelt so viel wie die. Aber wir werden dann noch einzelne, ich werde euch das gleich zeigen, wir werden nämlich noch einen Bauern ausbilden. Und das bedarf tatsächlich eines Meisters. Und wenn wir dann einen Bergbauern ausbilden, dann bedarf das auch eines Meisters. Das heißt, wir brauchen relativ viele von diesen Meistern und die sind relativ teuer und die werden dann einfach verbraucht und die rennen auf der Landkarte rum. Das machen wir so. Gut. Ja, genau. Ah nein, das ist die Armory. Da können wir Truppen herstellen, das werden wir am Anfang noch lassen. Unterschiedliche Truppen, die unterschiedlich stark sind und unterschiedlich teuer vor allem auch. Skirmishers, einfache, leichte Infanterie. Relativ schwach. Regulars, die sind schon etwas stärker, das heißt, die sind schon etwas ausgebildet. Die kosten auch um einiges mehr. Auch die kommen noch aus Untrained. Solche Regulars haben wir zurzeit. Dann haben wir Grenadiere, da brauchen wir schon Trained-Typen und die kosten auch mehr. Die sind noch etwas stärker, aber eigentlich nicht so viel stärker, als man denken würde. 10-4 und 12-4. Das heißt, man muss sich da schon überlegen, ob ich wirklich einen Trained Worker dafür aufgeben will, damit ich da eine etwas bessere Einheit habe. Und dann gibt es noch die Sappers, also so eine Art Pioniere. Die können spezielle Dinge. Und zwar: Sappers are useless in Hand-to-Hand-Combat, but are capable of destroying fortified enemy positions. Das heißt, wenn wir Forts oder so angreifen, sind die unverzichtbar. Also die können nicht wirklich kämpfen, aber die können Sachen in die Luft sprengen. Ja, dafür brauchen wir aber Meister und die sind recht teuer. Gut, dann haben wir da noch Infanterie, nämlich leichte und schwere Infanterie, Husaren und Kürassiere, auch das kennen wir aus Victoria. Für beide brauchen wir natürlich Pferde. Und während die leichte Kavallerie untrainierte braucht und relativ günstig ist, brauchen wir für die schwere Kavallerie bereits um einiges mehr. Ja, die sind aber dafür auch nicht besonders stark. Die haben auch keine besondere Reichweite. Die können nicht so gut kämpfen. Während die sind schon recht brutal. Also die haben eine recht große Stärke eigentlich. Also wenn wir Pferde haben, sind die nicht schlecht. Zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, ob das hier genauso ist wie bei Victoria, dass sie stärker werden über den Lauf der Zeit. Dann haben wir noch leichte Artillerie, größere Range,
Firepower ist so wie bei den Regulars, wie ihr seht. Aber wir können über weitere Strecken schießen. Auch die brauchen Pferde, damit sie das Zeug ziehen können. Und sie brauchen vor allem auch mehr Waffen. Pferde und Waffen haben wir derzeit noch nicht. Und die schwere Artillerie kann sich noch langsamer bewegen, hat aber einen viel höheren Range und auch ein sehr großes Firepower. Die sind, nehme ich mal an, recht gut in der Verteidigung. Aber ja, soll sein. Gut, das zu den Waffen. Aber das wollte ich euch eigentlich nicht zeigen. Eigentlich wollte ich euch das zeigen. Hier kann man nämlich verschiedene Spezialisten noch ausbilden. Zurzeit haben wir einen Ingenieur und einen Prospector, also einen Aufklärer quasi und einen Typen, der uns Häfen und ähnliches baut. Wir können noch einen Bauern bauen, das werden wir jetzt auch gleich tun. Zurzeit kann er Level 1 Farmen bauen im Getreide und im Obstgarten. Auf Baumwollplantagen kann er das leider noch nicht. Aber da werden wir bald eine Forschung haben, die das ermöglichen wird. Also es kommt relativ früh, kann ich mich entsinnen. Der Minenarbeiter kann derzeit Minen für all diese Sachen bauen. Oh, Edelsteinminen gibt es auch. Schau an. Ich weiß zwar nicht genau, was es bringt, aber es soll sein. Wir werden den aber erst bauen, wenn wir tatsächlich irgendetwas gefunden haben. Das heißt, der ist noch nicht ganz so wichtig. Jetzt werden wir mal den Farmer bauen. So, jetzt haben wir noch weniger Arbeitskräfte, jetzt haben wir nur noch vier Arbeitskräfte hier. Wir werden eben, wie schon gesagt, hier ausbauen. Nächste Runde können wir dann hier bauen. Und vielleicht bauen wir das auch gleich aus. Dann haben wir mal diese beiden Fabriken, das wäre ganz wichtig. Und die Fabrik werden wir nachher auch bald bauen. Eigentlich könnten wir das auch gleich bauen. Wieso nicht? Die Furniture Factory. Möbelfabrik, also. Weiß nicht. Naja, lassen wir das noch. Ist ja wurscht. Das kostet nur Geld. So, und dann haben wir noch diesen Teil hier, den Trade-Teil. Wir haben jede Runde die Möglichkeit, Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Am Anfang werden wir eher weniger verkaufen, obwohl wir müssen das dann irgendwann mal machen, weil das ist die einzige Möglichkeit, Geld zu machen. Wir wollen, haben wir gesagt, vor allem einmal Wolle kaufen. Später werden wir möglicherweise auch das da kaufen müssen. Holz haben wir in unserem Reich relativ viel. Ihr seht, es gibt diese Grundgüter, die kosten relativ wenig am Anfang und die werden auch vom Preis her in dem Bereich bleiben. Und dann gibt es Dinge, die, also diese Zwischengüter wie Holz, wie Bretter und Papier und Stahl, die kosten ein bisschen mehr. Die werden wir uns normalerweise eher selber herstellen, die werden wir nicht unbedingt kaufen müssen. Und dann gibt es die teuren Güter. Auch das ist ähnlich bei Victoria. Da gibt es auch unterschiedlich teure Sachen. Nur bei Victoria lasse ich den Handel meistens das Spiel regeln und hier geht das aber nicht. Wir können insgesamt nur vier Sachen derzeit kaufen, weil wir unsere Handelsflotte kann einfach nur vier Güter transportieren. Auch das werden wir dann. Warte mal, das zeige ich euch noch. Die kann man hier ausbauen. Gut. Ja, ich glaube, wir sind fertig mit dem ersten Zug im Großen und Ganzen. Machen wir einen Endturn. Und wir sehen, Wodan bietet uns zwei Kotten an. Schauen wir mal. Wer bietet Kotten an? Wodan. Und Zazi hat schon verkauft offensichtlich, weil Zim und Cam haben schon, sind schon auf Null. Ja, das Handelssystem ist auch ganz lustig. Sie bieten, und zwar bieten sie immer einzelnen Leuten zuerst an. Und der hat, Zazi hat Zim angeboten, Wodan hat auch zuerst Zim angeboten. Zim hat offensichtlich schon gekauft. Und Wodan bietet uns gleich als nächsten an. Ja,
Kaufen wir doch glatt. Zazi. Oh, we have no consulate with Zazi. Und Pont. Ah, da haben wir aber ein Konsulat. Die werden sich freuen, wenn wir bei ihnen kaufen. Gut. Also wir haben jetzt 4 Wolle gekauft. 3-mal Baumwolle und 1-mal vom Schaf. So, wir haben einen neuen Farmer, das ist auch gut. Und nach jeder Runde kommt irgendwie so eine Zeitungsmeldung. Wir haben ein Konsulat gegründet, und zwar in Manx, Pont und Hurschen. Jetzt sollten wir möglichst, wenn möglich, mit diesen dreien Handel treiben. Aber das werden wir dann schon sehen. Außerdem, je freundlicher sie gesonnen sind, und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass sie uns zuerst nehmen. Toothbrush usage on the client, das will ich nicht lesen. Advanced mower available. Eine neue Mähmaschine. Okay. Defense Ministry grants cautious support. Auch nicht schlecht. Und ein Stethoskop wurde erfunden. Na, schau an. Xanadu, not a real place, insists poet. Na, schau an. Okay. Gut. Herrschaften, an dieser Stelle werde ich für heute mal Schluss machen. Wir werden das nächste Mal weitermachen, und dann werden wir hoffentlich was Neues sehen, finden, tun. Bis dann.